Die Fortuna trägt Pink. Es ist Pinktober. Kampf gegen den Brustkrebs ist das Motto im Oktober von Fortuna Partner Hard Rock Café. Da lässt sich die Fortuna nicht zweimal bitten bei diesem sozialen Engagement. Als Zeichen trägt Fortuna-Kapitän Daniel Flottmann heute gegen Halle eine pinke Kapitänsbinde. Trotzdem ging es auf dem Platz um die nächsten drei Punkte. Die Fortuna wollte einen guten Start im Oktober weiter vergolden, bevor es in die Länderspielpause geht. Die Kölner in den weißen Trikots von rechts nach links. Das erste offensive Ausrufezeichen setzte aber der Gast aus Halle, Benjamin Pintol, mit diesem Drehschuss nach 7 Minuten. Halle, ja gefühlt der nächste Tabellennachbar für die Fortuna in dieser dritten Liga. Zwischen den Kölnern auf Platz 4 und den Hallensern auf Platz 11 lagen vor der Partie ja gerade einmal 3 Punkte. Also die nächste Chance für die Südstädter, sich weiter oben festzusetzen. 9. Minute, Hamdi Damani mit dem ersten offensiven Lebenszeichen. Das griffigere Team war aber von Beginn an der Hallische FC, der seinen Matchplan einfach besser auf den Rasen bekam. 17. Minute, das ist Sascha Pfeffer, der auf und davon ist. Pfeffer frei vor Poggenborg, Flottmann noch dazwischen, versalzt dem Hallenser da den ersten Torschrei. Starker Einsatz von Daniel Flottmann. Trotzdem, die Fortuna lief von Beginn an zunächst der Musik hinterher. Nächste Szene, 24. Minute. Angriff über rechts über Toni Lindenhahn. Dann beinahe das Eigentor der Fortuna, weil Mimbala und Hörnig sich da uneins sind. Halle dominierte die Partie vor allem über ein kompaktes Zentrum. War in jeder Szene nahezu einen Schritt schneller. Bestes Beispiel, 26. Minute, Flanke Baumgärtel und dann Royal Dominik Fennell. 1:0 für den hallischen FC und der Torschütze, er kommt nicht von ungefähr. Fennell bis dahin mit der überragende Mann auf dem Platz. Die Führung für Halle ging durchaus in Ordnung. Vom Heimspielgesicht der Fortuna in den letzten Wochen nahezu nichts zu sehen. Es brauchte bis zur 37. Minute, ehe es den ersten Eckball gab und dann die Antwort Sousa mit diesem Kopfball. Aber wirkliche Torgefahr für Bredlo, sie sah irgendwie anders aus. Halle ließ wenig zu, vor allem Fennell und Jasula hielten das Zentrum kompakt, auch wenn Jasula dann verletzungsbedingt ausschied aus der Partie. Vorne setzte man immer wieder mal Nadelstiche, Lindenhahn, Poggenborg dann im Nachfassen. Die Pausenführung für Halle mit dem 1:0 ging durchaus in Ordnung. Fortuna-Trainer Uwe Koschinat reagierte zur Pause, brachte Röker für Kwame und stellte damit hinten auf Dreierkette um. Und tatsächlich irgendetwas veränderte sich im Spiel der Südstädter. 48. Minute, Sousa mit diesem Schuss und der küsste das Südstadion erstmals so richtig wach. Die Fortuna wirkte nun irgendwie zielstrebiger und kam durch die Systemumstellung besser zum Zug. Nächste Szene, 54. Minute. Oliveira Sousa wackelt da Schilk aus. Sousa mit Dampf Richtung Strafraum. Bredlo allerdings in der Mitte aufmerksam kann vor Röker parieren. Es war nun ein offener Schlagabtausch im Südstand, weil Halle natürlich lauerte auf Fehler und das 2:0. Eckball und dann Benjamin Pintol mit dieser guten Kopfballmöglichkeit. Poggenborg im Tor der Fortuna muss da allerdings nicht eingreifen. Nach einer eher tristen ersten Halbzeit, die Halle durchweg dominierte, häuften sich nun allerdings die Offensivaktionen. 57. Minute, Hamdi Damani und das tatsächlich der erste echte Torschuss, bei dem Halles Keeper Fabian Bredlo eingreifen musste. Die Fortuna erhöhte weiter ihre Bemühungen, erhöhte allerdings auch das Risiko und das gab Platz für den hallischen FC. Unter anderem für ihn, Marvin Adjani, kam in der ersten Halbzeit für Klaus Jasula. Adjani mit richtig Dampf, nicht zu halten. Endstation allerdings André Poggenborg, er verhindert das 2:0 für den hallischen FC. Dicke Möglichkeit für die Gäste, die anschließende Ecke getreten von Rechtsverteidiger Tobias Schilk und die landet wieder bei Marvin Adjani, wieder Poggenborg, allerdings Endstation der Fortuna-Schlussmann. In 2 Szenen überragend. So das Ergebnis weiterhin offen, auch wenn die Fortuna nach wie vor einem Rückstand hinterherlief. Es kam Selçuk Alibas in die Partie für den eher glücklosen Serhat Koruk. 69. Minute, Alibas mit seinen Füßen hier im Spiel, Bender mit der Flanke und dann muss Schilk in höchster Not klären vor eben jedem Selçuk Alibas. Es war der Startschuss zu einer hektischen Schlussphase im Südstadion. 81. Minute, Freistoß in der eigenen Hälfte für André Poggenborg. Einfach mal hoch und weit in den Hallenser Strafraum. Da herrscht Durcheinander, Unstimmigkeit zwischen zwei Hallensern. Alibas mit dabei und Hamdi Damani mit dabei. Der sagt Danke, 1:1. Hamdi Damani haucht mit seinem 4. Saisontor der Fortuna hier wieder neues Leben ein. Bereits Saisontor Nummer 4 für Hamdi Damani, der seine Bedeutung für die Kölner Offensive damit unterstreicht. Das Tor hatte sich nicht wirklich angedeutet, allerdings der erste Fehler von Halle
eiskalt bestraft von der Fortuna durch Hamdi Damani. Und nun das Spiel plötzlich gedreht. Die Fortuna mit Rückenwind, 88. Minute, Freistoß Selçuk Alibas, Mbala und dann verpassen am zweiten Pfosten Markus Pazurek und Florian Hörnig. Dicke Möglichkeit für die Südstädter, das Spiel nun komplett zu drehen. Halle wankte in Richtung Schlusspfiff, die Fortuna mit mächtig Oberwasser und eine Szene sollte es noch geben. 90. Minute, Eckball Selçuk Alibas und der findet den Kopf von Markus Pazurek. Drüber, Schluss, aus, vorbei. 1:1 am Ende, die Fortuna dem Sieg näher. Trotzdem das Remis im Südstadion gerecht. Ja, auf jeden Fall, weil phasenweise hat Halle das auch in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht gegen uns. Da waren wir echt ein Stück weit unterlegen. Aber Gott sei Dank haben wir nur 1:0 kassiert. Und somit wussten wir, wenn wir lange in die Partie mit einem Torunterschied gehen, dass wir immer in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Ich glaube, das haben wir auch gezeigt. 17 Punkte aus den ersten 10 Spielen, dazu nach Rückstand gepunktet. So kann es doch in den Pinktober gehen. Da wartet im Pokal am nächsten Samstag der SV Wachtberg.